Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf Microhase TV. Ich bin's, der Bio, begrüße euch. Ja, natürlich immer noch Brotrain Addon 5, aber wir nähern uns dem Ende hinzu, denn wir stehen hier schon in Dresden-Neustadt. Das heißt, ich hau mal hier die Bremse raus. Die Bremse auch, die Werbung, meine Güte, was ist los jetzt? Ich hau hier einfach mal alles raus und wir fahren weiter. Los geht's. Und damit setzen wir uns wieder in Richtung Dresden. Mal schauen, wie lange das jetzt noch dauert, bis wir das hier durch haben. Und dann haben wir Addon Nummer 5 auch durch. Und ich muss sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu fahren. Also, doch, ich kann nicht meckern. So, allerdings schauen wir mal jetzt nach. Es sind einfach noch 4,4 Kilometer, also das ist nichts jetzt. Wahrscheinlich war es sogar sinnlos gewesen, jetzt hier die Folge zu beenden und jetzt hier noch eine neue Folge ranzuhängen. Aber dann können wir uns ganz gepflegt nochmal ganz genau uns über dieses Addon nochmal so ein paar Gedanken machen. Hätte man sich eigentlich auch ja vorstellen können, dass das einfach ein bisschen. So. Damit wir noch ein Bild für YouTube auf jeden Fall noch hinbekommen hier, wie wir hier durch Dresden fahren, Deutsche Reichsbahn. So. 40. Wir wollen ja nicht ganz so spät kommen. Aktuell 2 Minuten Verspätung. Ich finde, das geht vollkommen in Ordnung für Open Rails Verhältnisse. Ja. Schauen wir mal weiter. So. Aber wir dürfen gleich 60. Schön. Und damit fahren wir langsam aber sicher in Dresden ein. Also, ich muss wirklich sagen, Addon war großartig, fand ich. 3 Stunden. Obwohl mir das einfach nicht wie 3 Stunden vorkam. Ja. Einfach nur gigantisch schön, wie sie das alles gebaut haben, wie sie die Gebäude alle gesetzt haben. Fand ich alles ziemlich cool. Hoffe, dass wir uns die nächsten Addons dementsprechend genauso anschauen können, die uns genauso gefallen werden. Aber ja, das werden wir ja dann sehen. So, wir dürfen mit 60 jetzt hier lang. Wird die Folge auch definitiv kürzer, weil ich nicht dran gedacht habe. Aber die andere Folge war schon so lang gewesen. Ich wollte sie jetzt halt nicht so unnötig in die Länge ziehen. Ihr wisst manchmal selber, wie das ist. Da hat man dann einfach keine Zeit denn dafür, sich eine so lange Folge halt anzuschauen. Okay. So, mal wieder runter hier. So, jetzt. Huh! Dachte jetzt wird's rot, aber Gott sei Dank war das nicht der Fall gewesen. So, können wir halt ein bisschen mehr Schub geben. Denn wie gesagt, hier ist ja offiziell 60 und die hätte ich auch gern. Naja, nicht ganz so drastisch runter. So, da kommt irgendwann 40, alles klar. So, ja, da blinkt schon. Ankündigung für 40. So, weswegen wir hier schon mal in die Bremsung gehen. Ganz gemächlich, ganz langsam, ohne Stress und alles sowas hier bremsen wir hier ganz gemütlich runter und schauen, was passiert. So. Wir lösen natürlich dementsprechend die Bremse. Ja, sind ein bisschen früh jetzt auf 40, aber es ist ja wurscht. So, aber trotzdem müssen wir hier nicht ganz so langsam hier rumcruisen, sondern 40
sollte hier schon sehr angenehm sein. So, die Passagiere bereiten sich vor, um endlich auszusteigen. Die Berliner Kerle, die. Und wir haben unseren Fahrplan hier ohne Zwischenfälle erreicht. So. Ja, sonst, wie gesagt, absolut großartig. Ich fand das sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Addon. Also, ich habe schon, ja, Addons gespielt. ProTrain Addon 3. Ja, das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber es lag auch einfach mit daran, dass das halt einfach nicht funktioniert hatte. Und das war halt sehr schade. Ich habe mir heute übrigens ein neues Addon wieder bestellt. Und zwar ProTrain der Rasen Roland. Und auch auf den bin ich gespannt. Aber ich glaube, so mittlerweile, ich finde nichts mehr. Ich habe, glaube, zum Großteil jetzt alle Addons. Und finde eigentlich kaum noch Addons, ja, die man sich jetzt so kaufen kann, die man jetzt so braucht. So, ich versuche ja hier in dem Train Simulator von Microsoft nur deutsche Strecken dann auch zu nehmen. Wenn es halt so viele gibt, dann reicht es, wenn man nur deutsche Strecken zeigt. Alles andere kommt jetzt für mich eigentlich jetzt dementsprechend so nicht in Frage. Guckt euch an, wie schön der Bahnhof aussieht. Toll, guck, mit Hochlagen und Tieflagen und ey, geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir einfach alles hier in diesem Addon. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass wir hier voll langsam sind. So, wir rollen jetzt hier richtig schön langsam in den Bahnhof. Können wir mal gucken. Kurz F10. Ja, haben wir noch gut Zeit. Also, was heißt gut Zeit? Zeit haben wir. Doch. Ey, wir sind sogar mal pünktlich. Was ist da denn los? Ich würde sagen, heute stimmt einfach alles. So, guck mal. 17:53 Uhr. Ankunft 17:53 Uhr. Entweder gab es ein Update oder ich habe es einfach nur gut gemacht heute. Zack, 17:53 Uhr. 20 Sekunden Verspätung. Ey, das kann sich definitiv sehen lassen, ihr Lieben. So. Dieser Husten. Schauen wir uns mal den Bahnhof doch mal ein bisschen genauer an, würde ich sagen. Wenn schon mal dabei sind, können wir uns das auch mal antun. Guck mal, ey, das ist ja riesig, der Bahnhof. Echt cool gemacht, das muss man mal lassen. Ja, das ist schön. So, das könnte man so mal als Bild nehmen, damit man vielleicht erkennt, der eine oder andere, dass du ja sogar wieder, dass das hier halt Dresden Hauptbahnhof ist. So, aber ich will ja nicht jetzt alles hier, sondern mich interessiert auch mal so ein bisschen die Umgebung. Und hier sieht man zum Beispiel richtig schön, wie das Gleisbett so aussieht. Ja, haufenweise Weichen. Also hier ist wirklich, hier kann ein Riesenverkehr stattfinden. Hier können Züge ein- und ausfahren, ohne sich gegenseitig irgendwie im Wege zu stehen. Ja, also das ist schon sehr cool gemacht hier. Und sonst hat man hier natürlich hier so die paar Häuserle, die halt so typisch sind, halt um den Bahnhof rum. Aber hier ist auch wirklich zu Ende. Also man sieht hier tatsächlich, hier hinten ist nichts mehr. Also das endet hier einfach. Die Gleise hier. Also man könnte jetzt halt noch ein Stück weiterfahren, halt raus aus dem Bahnhof und dann endet es hier vorne halt schon und dann ist auch die Karte so gut wie zu ändern. Also ja. Sonst, ja, nur Positives zu berichten tatsächlich. Es war sehr hübsch. Auch dafür, dass es halt dieses alte Zeitalter halt spielt, ja. Hier sehen wir auch mal schön den Dresden Hauptbahnhof hier. Leider ein bisschen die Texturen sehr verwaschen. Ist leider kein HD, ne? Wisst ihr ja, wir reden hier von dem Microsoft Train Simulator. Aber ja, also auf jeden Fall, dieser DLC ist mir jetzt wirklich positiv im Kopf geblieben. Oder bleibt mir wahrscheinlich auch positiv im Kopf. Der war schön, der war sehr abwechslungsreich. Die Strecke war angenehm zu fahren, halt auch. Auch wenn wir da ein paar Mal ein bisschen zu schnell waren oder sowas. Tja, aber gut, das ist jetzt nur in den Train Simulator verschuldet, dass halt keine großartigen Konsequenzen halt zu befürchten sind, ja. Sonst halt alles toll eigentlich gewesen.
So, Scheinwischer aus, alles aus. Haben wir den Zug abgerüstet. Somit endet nämlich die Fahrt hier. Und man sieht das halt einfach so schön. Ja, Daumen nach oben dafür. Das war ein tolles Add-on. Sie haben die Aufgabe abgeschlossen. So, dann sehen wir jetzt hier noch die Zusammenfassung, den Fahrplan. Und wir sind hier um 17:58 tatsächlich. Nee. Wo wir aufgegleist, hier 59 wäre Abfahrt gewesen und wir sind eigentlich erst um 16:01 und 38 Sekunden abgefahren. Sind damit im Flughafen Berlin-Schönefeld 16:14 war Ankunft, erst 16:17 angekommen. Ja, also wir hatten einfach mal schon 3 Minuten, fast 4 Minuten Verspätung, wo wir da angekommen sind in Schönefeld. Die haben sich bestimmt gefreut. Sind dementsprechend aber auch 2,5 Minuten, oh, es geht aber noch, 2,5 Minuten später sind wir dann abgefahren. Und sind dann hier 17:44, sind wir hier angekommen mit 17:46, also 2 Minuten Verspätung. Und sind aber, ach so, guck mal, er plant halt immer 2 Minuten Ein- und Ausstieg immer ein. Sind dann aber um 17:46, 21 denn, offiziell hätten wir da abfahren müssen. Und wir sind 21 Sekunden später abgefahren und somit sind wir natürlich dann 20 Sekunden später denn in Dresden Hauptbahnhof vor allem gekommen. Und Abfahrt, ja, gibt's ja nun nicht mehr. Ja. Mehr gibt's hier dementsprechend nicht zu zeigen, nicht zu sagen. Mein Gott. Auftrag beenden, fortsetzen und Box schließen. Ah, okay. So können wir uns dann halt direkt nochmal das alles anschauen. Ja. Meine Zeilen gibt's ja nun nicht wirklich was. Leider. Weil wir können leider auch nicht so weit uns vom Zug entfernen. Irgendwann setzt eine Blockade ein, also wenn die Kachel natürlich zu Ende ist. Wir sind ja hier von gekommen, ne? Also sprich, wir müssten da lang. Ich würde mir ja gerne nochmal den anderen Bahnhof anschauen. Ist der da? Der ist da, ne? So, wenn wir jetzt hier mal so, einfach mal so ein bisschen über die Karte gleiten. Nein. Lass mich doch in Ruhe mit deinem Quark da. Blödes Windows. Da ist er. Da ist der Bahnhof, der andere. Dresden-Neustadt. Okay, wir sind einmal praktisch einmal so einen halben Bogen gefahren. Oh, bitte, bitte, lass uns den noch anschauen. So. Ja, wir können uns den noch anschauen. Sehr gut. Also ich hoffe es. Nicht weiter hoch, du sollst da weiter geradeaus. Das klappt sogar, das ist ja geil. So, bei denen haben wir uns nämlich gar nicht richtig angeschaut hier. Da war ja der Cut drin gewesen, auch hier extrem hübsch gemacht, selbstverständlich. Ja, auch das sieht hier. Ja, also wie gesagt, also ich war von dem Addon echt begeistert. Tatsächlich. So, sehen wir auch. Das sieht halt ein bisschen besser aus hier, was mir hier so auffällt. Man kann es halt schöner lesen. Bahnhof Dresden-Neustadt. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass die versucht haben, halt die Bahnhöfe originalgetreu abzubilden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Bahnhof so von Dresden-Neustadt aussieht. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, weil das ist eine Fototextur. Hier sieht man ja halt, ne, das sind halt so eine Plastikhäuser, diese halt am Rhein. Aber das sieht halt schon ein bisschen anders aus, weswegen ich mir vorstellen könnte, dass der tatsächlich so aussieht, der Bahnhof. Genauso wie der Bahnhof halt von Dresden Hauptbahnhof. Aber cool. Oh, da ist noch ein Hafen, guck mal hier. Also, so ein Hafen, sag ich schon. Das ist auch mal ganz interessant hier zu sehen. So Güterwaggonaufgaben, so. Hatten wir ja bis jetzt ja auch noch nicht wirklich. Aber ich bin ja auch nicht der Mensch für eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, also wie gesagt, das war ProTrain Addon 5. Nächstes Mal geht es dann halt weiter mit ProTrain Addon 6. Und ihr könnt mir gerne mal so in die Kommentare schreiben, wenn ihr natürlich noch dabei seid, selbstverständlich. Wie fandet ihr denn das Addon jetzt? Also ich, wie gesagt, meine Meinung kennt ihr jetzt. Ich war sehr positiv überrascht über das Addon. Das sah sehr schön aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt liegt es natürlich an euch. Wie hat es denn euch so gefallen? Käme das für euch auch in Frage, das einfach mal nachzuspielen oder eher weniger?
Also dadurch, dass es halt auch so schön ostalgiemäßig war, fand ich das natürlich richtig, richtig genial. Auch wenn ich zu der Zeit glaube, naja, da habe ich wahrscheinlich noch in die Windel geschissen. Ja, fand ich das. Also, das war wirklich mit einer der schönsten Addons aktuell, die ich halt jetzt für den Trials Simulator gespielt habe. So, und das längste wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Man müsste jetzt mal zählen, wie viel die erste Folge, also das erste Pro-Train-Addon hat. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das jetzt hier getoppt haben. Naja. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns nächstes Mal mit Pro Train Addon 6 dann hier wieder. Das wird wieder moderner, das verspreche ich euch. Und ja, damit verabschiede ich mich hier mit großem Türö und sage einfach nur Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss.